Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und im Hintergrund seht ihr es bereits, es ist Halo 3. Aber nicht Halo 3, Halo 3, sondern Halo 3, Halo 3. Also Master Chief Collection Halo 3. Das ist auch noch vor dem Update erspielt, das jetzt letztens kam. Und zu dem möchte ich jetzt auch noch ein paar Worte verlieren. Es hat sich ja, es wurde ja vieles in dem Update gefixt. Immerhin war es 1,4 GB groß. Aber leider bei weitem nicht alles. Es war ein netter Versuch. Er hat aber leider nicht wirklich geholfen. Sagen wir so, man findet jetzt endlich was online. Man findet auch schnell was online. Meistens zumindest. Aber dadurch, dass man jetzt endlich mal was findet, wird einem erstmal klar, wie viel anderes noch in diesem Spiel falsch ist. Denn es ist leider so, dass ziemlich oft die Spiele crashen, das Spiel an sich crasht, also abstürzt, man rausfliegt und so weiter und so fort. Außer weiterhin muss man auch noch jedes Mal, also es ist fast eigentlich schon zu empfehlen, jedes Mal, wenn man ein Spiel gefunden hat, das Spiel nochmal beenden und neu starten, weil wenn man mal irgendwo rausgeflogen ist, dann connectet gar nichts mehr, dann... Nee. Es findet einfach irgendwie. Nachdem man irgendwie ein Spiel online gefunden hat, findet es einfach nichts mehr. Dann muss man es erst beenden und wieder neu starten, dann geht's. Also zumindest war mein Erlebnis so. Und das ist natürlich noch weit entfernt von dem, was wir uns wünschen. Sehr weit. Tja, naja, gut. Es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung und ich habe wieder Hoffnung, dass das Ganze irgendwann mal funktioniert. Aber es wird bis dahin noch etwas Zeit vergehen, glaube ich. Alles in allem muss ich sagen, Halo 3 macht auf jeden Fall sehr Spaß in der Master Chief Collection, wenn es denn dann mal läuft. Genauso wie eigentlich die ganze Master Chief Collection an sich. Aber dazu werde ich auch nochmal separat ein extra Video machen. Ich habe eigentlich vor, einen längeren Talk mit jemand anders dazu zu machen. Muss man schauen, dass das Ganze mal irgendwie zusammenkommt. Und ja... Aber egal, ihr werdet sehen, wenn es da ist. Und tja, viele flamen jetzt 343. 343 tut mir sehr leid, weil eigentlich war die Master Chief Collection, glaube ich, eher so ein Versuch von ihnen, wieder so ihr Image aufzubessern nach Halo 4, für das sie meines Erachtens auch nicht so viel konnten. Also für das sie nicht so viel konnten im Sinne von, warum es so schlecht war. Aber das sei mal dahingestellt, die Gegner sind auch sehr kompetent, wie man ja gerade eben gesehen hat. Und es ist natürlich ein bisschen nach hinten losgegangen, ein bisschen arg nach hinten losgegangen. Sie waren natürlich in gewisser Weise vom Release-Termin her gezwungen, immerhin sollte es Halo 2 Anniversary sein und Anniversary, wie der Name schon sagt, heißt Jahrestag und sollte deswegen natürlich auch am Release von Halo 2 rauskommen, weswegen sie da leider nicht wirklich viel verschieben konnten, aber ja, mein Gott. Ich glaube nicht, dass sie ganz komplett unfähig sind. Das ist auch relativ schwer, sich... Also vier verschiedene... Also Netcodes sind ja im Generellen sehr eklig. Und von vier verschiedenen Games das Ganze zusammenzustopfen. Und dass es dann funktioniert, auch noch auf dedizierten Server, obwohl die Spiele dafür am Anfang nicht gedacht waren, ist, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen... Natürlich soll es keine Entschuldigung dafür sein, was das endgültige Produkt ist, weil das ist einfach nur scheiße und sollte eigentlich nicht passieren. Darf eigentlich nicht passieren, aber ich möchte damit sagen, dass ich zumindest halbwegs nachvollziehen kann, warum es so scheitert. Ja. Naja, gut. Auch musste man online feststellen, dass momentan irgendwie haben sie die dedizierten Server abgestellt. Zumindest kommt es mir so vor, dann habe ich Host Changes und Zeug. Höchstwahrscheinlich, weil es nicht funktioniert hat. Ob sie wieder zurückkehren werden oder nicht, weiß ich nicht. Und wissen höchstwahrscheinlich sie auch nicht. Die Sache ist die, sie sollen vorerst lieber mal das Host-System lassen und schauen, dass das Spiel an sich überhaupt funktioniert. Und dann kann man immer noch weitersehen, ob irgendwann mal die dedizierten Server zurückkehren. Ich hoffe ja inständig, dass dem so ist. Gerade bei Halo 3 machten die sich doch recht bezahlt, denke ich. Aber da wird man dann wohl noch mal sehen müssen. Tja. Insgesamt sonst ist das Gameplay leider bereits wieder vorbei. Das war jetzt eine dumme Überleitung, gell? Egal. Tatsache ist, eigentlich wollte ich noch was zu Halo 5 verlieren, weil da auch viel geflamed wird im Moment. Und tja,
komme ich jetzt leider nicht mehr dazu. Das Gegnerteam war wie gesagt nicht sonderlich gut. Deswegen lief es ja auch ganz einfach mit einem, wie nennt sich das nochmal, perfekt, genau. Und ausgegangen ist das Ganze 16:0 für meine Wenigkeit. Ja. Tja. Mehr bleibt mir nicht mehr zu sagen. Ciao, tschüss, sagt der Quert.